Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie zur heutigen Academic Debate des Berliner Instituts für empirische Migration und Integrationsforschung an der HU Berlin, das ja in diesem Semester unter dem Oberthema Flucht läuft. Und ich denke, eine Frage, die auf jeden Fall die deutsche Politik derzeit massiv umtreibt, ist die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Und ich freue mich sehr, dass wir dafür heute Abend den Herbert Brücker gewinnen konnten vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, der, denke ich mal, einer der renommiertesten Kenner für solche Fragen ist. Denn ich denke, es ist gerade zur Versachlichung von aktuellen Debatten sinnvoll, dass Wissenschaft hier Informationen beiträgt. Und wenn man sich solche Debatten anschaut, schwanken die ja von dem Bild von syrischen Akademikern, die den Fachkräftemangel quasi in Deutschland lösen, bis hin zu Debatten, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, es gab einen Artikel von Herrn Wössmann vom IFO, der gesagt hatte, 2/3 aller Ankömmlinge seien funktionale Analphabeten. Also zwischen diesen beiden Polen schwankt es. Es gibt relativ wenig Informationen und eine total breite Debatte, die auch natürlich Konsequenzen hat dafür, welche Maßnahmen aktuell getroffen werden. Insofern ist es zentral, sich darüber auszutauschen. Vielleicht ein bisschen zur Person von Herbert Brücker. Er ist, wie gesagt, arbeitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg von der Bundesagentur, ist da Leiter des Forschungsbereichs internationale Vergleiche und europäische Integration. Wie der Name schon sagt, der Schwerpunkt der IAB-Forschung zu Migration und Integration, hat auch zu Themen von Migration habilitiert in Frankfurt, wenn ich es richtig sehe, bei Ökonomen promoviert, aber ist von Hause aus Soziologe oder hat zumindest einen Studienabschluss in Soziologie, also quasi nicht so ganz weit von der Zuhörerschaft hier vielleicht entfernt. Und was vielleicht unsere beide Biografie etwas wiederum zusammenbringt, ist, Herbert hat auch 10 Jahre lang am DEW gearbeitet, wo ich ja auch arbeite, als gemeinsamer Berufener von HU und DEW. Und ist vielleicht neben seinen Publikationen, also seinen peer-reviewed Journals, vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt, weil er sich, sagen wir, in deutschen öffentlichen Debatten doch häufig einschaltet. Also wer eifriger Zeitungsleser ist, wird vielleicht von Herbert Brücker auch mal in der Politikberatung was gelesen haben. Ich denke, eine Diskussion, wo er sehr aufgefallen war, war so in den Anfang 2000er Jahre die Diskussion um EU-Osterweiterung und Freizügigkeit, wo es einen ziemlichen Streit damals, glaube ich, mit dem IFO war es, gab, ob das positive oder negative Folgen war. Und ich hatte meinen allerersten Wochenbericht am DEW zum Thema EU-Osterweiterung, die Anstellung der Bevölkerung dazu, und Herbert war der Lektor, wo du dich vielleicht nicht daran erinnerst, aber das war das damals. Eine andere große Debatte, glaube ich, wo man was hätte von Herbert lesen können, auch in der Zeitung, ist die Debatte, die vor einem halben Jahr oder so lief, zu den Kosten von Zuwanderung. Also ist das was sich für Deutschland lohnt, Zuwanderung oder Nicht-Einwanderung? Da gab es ja eine heftige Diskussion, auch wiederum von IFO und anderen zu dem Thema. Also wenn es öffentlich Diskussionen zu Migration, Integration, gerade in Bezug auf Arbeitsmarkt gibt, wird man häufig auf Hinweise oder Ideen von Herbert stoßen. Und insofern freue ich mich, dass er hier ist. Vielleicht noch einen letzten Punkt, auch was die eigene Kooperation betrifft. Herbert ist unter anderem auch Kuratoriumsmitglied, unterstützt das BIM dort als Kuratoriumsmitglied. Und es gibt aktuell auch eine Reihe von Befragungen zu Migranten, die wir auf den Weg bringen, also wir, sage ich jetzt, sozioökonomisch Pendel und das IAB zu Migranten und aktuell auch tatsächlich eine Befragung von Geflüchteten planen, vielleicht kann Herbert da auch nochmal was zu sagen, wo wir hoffen, ein paar dieser offenen Fragen, die es mit Sicherheit noch geben wird, zur Arbeitsmarktpositionierung von Geflüchteten doch zumindest mittelfristig beantworten zu können. Okay, dann übergebe ich das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Martin. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Also ich finde das BIM sowieso ein sehr spannendes Projekt. Also ich glaube, da wird jetzt wirklich Neuland betreten in der Forschung, der Zusammensetzung, der Interdisziplinarität. Darum bin ich sehr gerne hier. Ich kenne das Format hier nicht so genau mit den akademischen Debatten, muss ich sagen. Ja, also liegt der Schwerpunkt mehr auf Debatte oder mehr auf akademisch? Ich habe den Schwerpunkt mehr auf Debatte gelegt. Also es ist eher politiknaher Vortrag. Und ich meine, das Schwierige oder auch zugleich beeindruckende Situation ist im Moment ja, wie wenig wir wissen. Ja? Also im Moment werden alle gepresst, also auch ich, um zu Dingen was zu sagen, wo man eigentlich noch nicht richtig was sagen kann.
Und Martin hat es schon erwähnt, wir arbeiten hart daran, eine repräsentative Befragung ins Feld zu setzen, dass wir substanziell was sagen können über geflüchtete Menschen und ihr Leben in Deutschland und ihre Arbeitsmarktintegration. Wir können das heute noch nicht. Ja, also insofern war nicht vor hohen Erwartungen. Ich versuche halt ein bisschen was zusammenzutragen, was wir wissen und auch ein paar erste Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber man muss das immer den Vorbehalt stehen, dass wir eigentlich im Moment erstaunlich wenig wissen. Und wie gesagt, wir arbeiten daran, dass es besser wird. Der Einstieg ist relativ klar, das ist, erzähle ich jetzt nichts Neues. Wir haben, leben in einer Situation, wo wir wenig Gesichertes wissen, aber wenn man die einschlägigen Indizes anguckt, Freedom House und so weiter, es gibt Terror Scales, politische Freiheit oder so, kann man sagen, dass Verfolgung, gewaltsame Konflikte. Nee, ist, das glaube ich, auf jeden Fall nicht schwer. Faschisten ist okay. Okay. Dass es zunimmt, also wir haben die Zahlen leider erst bis Ende 2014, die belastbaren Zahlen. Wir gehen davon aus, aber dass die Zahl der Fluchtmigration der Geflüchteten steigen wird, also auf etwa 70 Millionen bis zum Jahresende 2015. Und dass etwa ein Drittel davon im Ausland lebt, die meisten in den Anrainerstaaten. Wir wissen auch, dass sich da die Bedingungen dramatisch verschlechtert haben, dass sich die Versorgung sich verschlechtert hat. Wir haben Arbeitsverbote, ja, möglicherweise ändert sich da jetzt ein bisschen was in der Türkei. Aber die materiellen Bedingungen in den Anrainerstaaten sind sehr viel schlechter geworden. Die Perspektivlosigkeit nimmt zu. Und das führt natürlich dazu, dass die Fluchtmotive, die Gründe zunehmen werden. Wir beobachten auch im vergangenen Jahr, dass die Zahl der Todesfälle auf der Flucht zum Teil dramatisch zugenommen hat. Wenn wir jetzt die Blick in die Zukunft werfen, ist die künftige Entwicklung natürlich trotzdem offen. Also wir beobachten, dass jetzt die Zahlen runtergehen. Da kann man sagen, okay, jetzt ganz am aktuellen Rand, das liegt an der Witterung. Ich warne aber davor, wir beobachten die Zahlen schon sehr lange, sehr genau, sehr detailgenau. Das Wetter wird überschätzt. Ja. Also das heißt, dahinter können sich zwei Sachen überlagern. Also es kann sowohl die Witterung sein, warum die Zahlen jetzt runtergehen, das spielt eine Rolle, das ist keine Frage. Aber es kann auch sein, dass die eher repressiven, restriktiven Politikmaßnahmen zu wirken beginnen. Ja, also wir haben eine Verschlechterung für Geflüchtete oder für Flucht auf verschiedenen Ebenen. Also die Bedingungen in der Türkei für die Mobilität verschlechtern sich. Die Grenzkontrollen in Griechenland haben jetzt wirklich nicht so ganz substanziell zugenommen. Aber wir beobachten auch, dass immer mehr Grenzen in den Transitländern schwieriger zu überqueren sind. Und das kann sich dann natürlich auch in niedrigeren Zahlen niederschlagen. Das weiß kein Mensch im Moment genau. Ich habe viel über Migrationsprognosen gearbeitet. Das ist ein Feld, was man nicht prognostizieren kann, das muss man klar sagen. Aber man muss auch ein bisschen vorsichtig in der Einschätzung sein. Also es hat sich jetzt ein bisschen öffentlich so gesetzt, dass bleibt zu hoch oder so. Man muss immer vorsichtig sein, ein bisschen kritisch auch den Status quo hinterfragen. Ich würde sagen, es ist eine offene Frage und wir können die heute noch nicht genau beantworten. Politik ist natürlich gut beraten, wenn sich darauf einstellt, dass die Zahlen hoch bleiben. Aber ich bin nicht sicher, ob sie auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr bleiben werden. Ich vermute, dass wir, wenn wir das letzte Halbjahr, wir haben einen starken Anstieg der Flüchtlingszahlen im letzten Halbjahr gehabt, dass sie auf dem Niveau nicht bleiben werden. Aber das kann immer noch bedeuten, dass dann im Jahresdurchschnitt wir immer noch 1 Million Flüchtlinge haben werden oder in dieser Größenordnung. Das würde bedeuten, dass von monatlich 146.000 im zweiten Halbjahr das auf 83.000 runtergeht, was ja schon substanzielle Reduzierung ist. Gut, also wir haben dort eine erhebliche Ungewissheit. Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt? Ich werde das gleich im Detail zeigen, Flüchtlinge oder Geflüchtete münden nur sehr, sehr langsam in den Arbeitsmarkt. Das heißt, das Arbeitsangebot wird sehr langsam steigen. Ja, das wird ein wesentlicher Teil sein von dem Vortrag, das im Detail ausarbeiten. Wir haben eine hohe Ungewissheit über Bildung, Ausbildung und andere Fähigkeiten von Geflüchteten. Ich gehe darauf ein, auch ein bisschen auf die IFO-Kontroverse dann.
Und wo wir dann noch weniger wissen, ist über die Arbeitsmarktintegration, wo man im besten Fall ein paar Lehren aus der Vergangenheit ziehen will. Ja, wie ist der Vortrag strukturiert? Ich will erstmal ein bisschen was sagen zu dem Umfang der Fluchtmigration und wie sich das dann auf das Arbeitsangebot auswirkt. Dann ein bisschen was zu der Struktur der Flüchtlinge sagen und zur Selbstselektion. Ja, weil Flüchtlinge sind nicht, also entsprechen nicht dem Durchschnitt nach allem, was wir wissen, der Bevölkerung in den Herkunftsländern. Dann über die Arbeitsmarktintegration sprechen, wenn Zeit ist, auch ein bisschen über die Arbeitsmarktwirkung und dann ein paar Politikschlussfolgerungen ziehen. Das sind so die Zahlen für Deutschland, die wir haben bis Jahresende. Sie alle wissen, es gibt also einen großen Gap zwischen der Registrierung von Asylanträgen und den Bruttozahlen, die wir haben, diese Erfassung über das IWI-System, was verwendet wird, um Flüchtlinge nach dem Königsteiner Schlüssel über die Bundesländer zu verteilen. Das deckt noch nicht die gesamte Bruttozuwanderung ab. Also es gibt noch welche Flüchtlinge, die in Deutschland leben, die nicht von dem IWI-System erfasst sind. Aber es gibt auch unglaublich viele Doppelzählungen, sodass man auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber wir haben uns angewöhnt, diese IWI-Zahlen zu nehmen als die Flüchtlingszahl, als würden die Menschen hier leben. Das ist nicht so. Ja. Wir versuchen so ein bisschen abzuschätzen, wie hoch ist tatsächlich die Zahl der Geflüchteten, die in Deutschland leben. Das ist ein heroisches Unterfangen. Also in diesen Schätzungen stecken relativ viel Informationen von Bundespolizei, von Nachbarländern über Weiterreisen von Geflüchteten. Und trotzdem ist es mit einer erheblichen Ungewissheit, unterliegt einer erheblichen Ungewissheit. Also wir haben 1,1 Millionen Menschen, die von dem IWI-System erfasst worden sind. Wir haben, da kommt noch hinzu, eine unbekannte Zahl von nicht erfassten Flüchtlingen. Dann muss man davon abzählen, die ganzen Doppelzählungen, die wir haben, die erheblich sind, Weiterreisen und es gibt auch Rückreisen. Das taxieren wir in so einer Größenordnung von 216.000, sodass vor der Registrierung wir eine Zuzüge haben von 884.000 Personen. Dann haben wir auch eine Reihe von Rückführungen, Ausreisen und sonstige Verfahrenserledigungen und so weiter und auch ein paar Ausreisen von Flüchtlingen, die einen Schutzstatus haben, also nicht jeder bleibt hier im Land, sodass wir diese Zahl bitte nicht zu wörtlich nehmen, also bei 777.000 rausgekommen sind. Also man kann so über den Daumen sagen, wir rechnen mit so grob 800.000. Also es gibt einen Unterschied, ganz banal, zwischen Brutto und Netto. Und das alles ist, wie gesagt, das Beste, was man im Moment machen kann auf Grundlage der verfügbaren Informationen. Also das sind auch sehr dicht an den Berechnungen, die das BAMF hat. Aber so ganz genau wissen wir es nicht. Ja. Ja, wenn wir uns das ein bisschen nach rechtlichen Status ausdifferenzieren, wir haben, das ist ein Teil des Dramas dann auch für die Arbeitsmarktintegration, also wir haben vielleicht 450.000, 440.000 Geflüchtete hier in Deutschland, die nicht registriert sind. Ja, das ist eine ganz erhebliche Zahl. Wir haben einen netten Zuwachs in den Asyl- und Folgeverfahren von 208.000 Personen und Nettozuwachs von Menschen mit einem anerkannten Flüchtlingsstatus von 135.000 Personen. Also man sieht schon an den Proportionen, dass da ein bisschen was schiefläuft hier in diesem Land. Also wir haben ganz viele, die nicht registriert sind, dann gibt es welche, die in Verfahren sind. Wir haben doch einen relativ kleinen Anteil, die einen anerkannten Schutzstatus haben. Die Zahl von den Menschen, die ausreisepflichtig sind, hat sogar abgenommen gegenüber dem Vorjahr. Ja, also das hat mich selber ein bisschen überrascht. Wir haben gegenwärtig 370.000 anhängige Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das müssten eigentlich viel mehr sein. Also das Bundesamt für Migration für Flüchtlinge hat zwei Engpässe. Das eine ist die Registrierung, das andere ist die Entscheidung in den Verfahren. Ja. Wir haben im vergangenen Jahr 283.000 Entscheidungen gehabt, davon gut 140.000 positive, 92.000 Ablehnungen. Sonstige Verfahrenserledigungen, da sind Fälle, die Flüchtlinge, die nach dem Dublin-Abkommen zurückgeführt worden sind oder einfach nicht mehr in Deutschland leben. Ne? Also das kann verschiedene Ursachen haben oder manchmal haben Geflüchtete auch einen anderen Aufenthaltsstatus erlangt, zum Beispiel durch Heirat oder sonst irgendwas. Ja, das ist so ein bisschen die Entwicklung und was man daran sieht, die Schutzquote steigt.
Ja, ich habe jetzt hier nicht so ein Breakdown gemacht nach Herkunftsländern, aber es hängt natürlich damit zusammen. Die Öffentlichkeit führt so ein bisschen solche Debatten, das Problem ließe sich teilweise lösen oder doch wesentlich reduzieren, wenn wir nur Menschen wieder zurückführen würden in sichere Herkunftsländer und Ähnliches. Das ist im Prinzip eine Debatte der Vergangenheit, vielleicht vom Anfang des letzten Jahres. Die Menschen, die gegenwärtig kommen, haben eine Wahrscheinlichkeit, also es kommen über 90% aus wirklichen Kriegs- und Krisenländern, also Ländern wie Syrien, Irak, ich rechne Afghanistan mal dazu, Eritrea, also vergleichbaren Staaten, von denen wir, wo wir ausgehen können, dass die Schutzquoten bei über 80% liegen, ja, wenn wir das zusammenrechnen. Ja. In einzelnen Fällen wie Afghanistan liegen die Schutzquoten deutlich darunter, aber bei den Syrern oder so sehr hoch. Das heißt, die Ablehnungsquoten werden perspektivisch sinken. Wir erwarten für das kommende Jahr eine Schutzquote von mindestens 2/3, ja, also in diesen Größenordnungen. Und die ist deswegen nicht so ganz groß, weil wir immer noch relativ viele Menschen aus dem Westbalkan hier haben, ja, die langsam raussinken werden. Aber perspektivisch reden wir darüber, dass die Menschen, die jetzt hierher kommen, zumindest temporär einen Schutzstatus bekommen. Ja, und Nordafrika, das sind einige tausend Personen, ja, das ist im Prinzip eine Debatte, die jetzt Öffentlichkeit enormes Gewicht bekommen hat, geht aber an der Problemlage völlig vorbei. Ja, und Politik ist da auch unglaublich lernresistent. Ja. Ich versuche das auch immer wieder zu erklären, weil wir haben große Fehlentscheidungen, also über diese Westbalkan-Debatte schon längst erkennbar war, dass die Struktur sich eigentlich verändert, der Fluchtmigration. Da haben unsere Medien, aber auch die, in den politischen Handlungen, die Westbalkan-Debatte das noch beherrscht. Man hätte sich eigentlich da längst darauf einstellen müssen, dass wir eine ganz andere Struktur haben in der Flüchtlingsmigration. Wir haben das mal so ein bisschen dann auseinandergerechnet, Brutto- und Netto-Migration, dann in die einzelnen Bestandteile, und das führt dann so schrittweise auch auf den Arbeitsmarkt zu. Wenn wir jetzt mal Blick in die Zukunft wagen und einfach mal davon ausgehen, das ist keine Prognose, sondern einfach eine Annahme, wir hätten eine Bruttozuwanderung von 1 Million Personen in diesem Jahr und 1,1 Millionen im vergangenen. Wie verteilt sich das dann? Was man hier sieht, ich weiß nicht, ob man das hinten noch lesen kann, wir haben im vergangenen Jahr, also dieser Netzzuzug, also dieser kleine Balken, sind die Menschen mit Schutzstatus. Und dann haben wir da sehr große bei den nicht registrierten oder Ausreisen und Doppelzählung. Der Anteil der Menschen mit Schutzstatus wird auf gut 700.000 Personen ansteigen im Jahresverlauf 2016, präziser bis zum Jahresende. Aber es ist natürlich immer noch ein sehr kleiner Anteil im Vergleich zu diesen 2,1 Millionen Menschen, die jetzt brutto zureisen. Ja, das muss man immer realisieren, wenn man über die Menschen redet, die man überhaupt sinnvoll in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Wenn man das dann wiederum klein arbeitet, von den Menschen mit Schutzstatus oder wer wird denn überhaupt erwerbstätig sein oder in das Arbeitsangebot reingehen, das ist jetzt unser Basisszenario, ich erkläre das gleich noch. Da haben wir etwa 18.000 Personen, das sind Menschen, die in den Asylverfahren sind, die rechtlich arbeiten dürfen und dies auch tun. Also dieser ganz kleine Balken da unten. Dann haben wir 85.000 Erwerbstätige, die einen Schutzstatus haben. Dann kommen schon Arbeitslose, sonstige SGB-II-Bezieher und so weiter. Also das Arbeitsangebot setzt sich so ungefähr zusammen. Das beruhten diese Simulation auf Grundlage von Abgangszahlen, die wir schon kennen, also mit welcher Wahrscheinlichkeit pro Monat Menschen, die einen Schutzstatus haben, dann tatsächlich Arbeit aufnehmen. Das heißt, es münden am Anfang sehr wenig Menschen in den Arbeitsmarkt und nicht jeder, der dann einen Schutzstatus hat, Leistung nach dem Sozialgesetzbuch 2, also Hartz IV bezieht, wird auch als arbeitslos registriert. Also viele stehen im Arbeitsmarkt faktisch dann doch nicht zur Verfügung. Aber wir gehen davon aus, dass es knapp die Hälfte, die dann als arbeitslos registriert wird. Und dann haben wir sonstige Leistungsbezieher. Ähm,
es hängt im Wesentlichen das Arbeitsangebot und damit auch die Arbeitsmarktintegration, das ist der erste wichtige Punkt, den ich machen will, von institutionellen Faktoren ab. Warum ist das so? Im Arbeitsmarkt haben eigentlich nur Menschen eine realistische Chance, erwerbstätig zu sein, die einen Schutzstatus haben. Es ist so, dass jemand, der keinen Schutzstatus hat, also man darf nach 3 Monaten als Asylbewerber arbeiten, hat einen nachrangigen Arbeitsmarktzugang. Das funktioniert nach allen Daten, die wir haben, in der Praxis nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil Unternehmen in der Regel keine Menschen einstellen, deren Aufenthaltsstatus ungeklärt ist. Und es gibt sicher auch Hindernisse jetzt für die Geflüchteten selber, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, aber die Unternehmen stellen in der Regel keine Menschen ein, die sich noch in den Asylverfahren befinden. Ja, diese Gesetzesänderung, ich begrüße die sehr, dass sie schon arbeiten dürfen, ist aber faktisch bedeutungslos. Das heißt, wir reden eigentlich nur darüber, über den, wenn wir jetzt über das Erwerbspersonenpotenzial reden, über die Menschen, die in irgendeiner Form als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Asylberechtigte anerkannt worden sind. Wenn das richtig ist, dann hängen die Zahlen ab von 4 Faktoren. Banal von dem Nettozuzug, ja, also den wir jetzt nicht so ganz genau kennen, von der Registrierung der Asylanträge, ja, also nur dann, also jemand, der noch nicht registriert worden ist, der kann sich sowieso nicht, also mindestens nicht in den regulären Arbeitsmarkt integrieren. Also ich rede hier immer über den regulären Arbeitsmarkt, nicht über den irregulären. Von der Zahl der Entscheidungen, das ist der wichtigste Parameter in dem ganzen Spiel, und natürlich den Anerkennungsquoten. Also die Anerkennungsquoten kennen wir grob. Was wir nicht genau wissen, ist, wie die Zahl der Entscheidungen hochgeht. Wir rechnen mit 3 Szenarien im Status quo. Erwarten wir, dass die Zahl der Registrierung und der Entscheidung so hoch bleibt wie zum Jahresende 2015. Also das wären 36.000 Entscheidungen im Monat und 56.000 Registrierungen. In dem Basisszenario, es gibt Luft nach oben im BAMF und da passieren im Moment auch enorme Restrukturierungen. Ich erwarte damit, dass die Zahl der Entscheidungen hochgeht. Rechnen wir schon fast ein bisschen optimistisch mit 80.000 Registrierungen im Monat und 80.000 Entscheidungen. Das ist so das Ziel, was sich Herr Weise gesetzt hat, an dem er sein eigenes Scheitern messen wird. Und ich gehe davon aus, die tun vieles dafür, dass sie da auch ungefähr ankommen. Im optimistischen Szenario, habe ich mich vertippt, haben wir 100.000 Entscheidungen im Monat. Ja. Das Erwerbspersonenpotenzial hängt davon maßgeblich ab. Wenn wir im Status quo bleiben, steigt es nur um 100.000 Personen. Wenn wir im Basisszenario liegen, um 360.000 Personen. Und wenn wir im optimistischen Szenario sind, um 576.000 Personen. Das ist nur praktisch ein Rechenbeispiel. Ja? Es geht einfach mir nur darum zu zeigen, wie relevant diese institutionellen Faktoren sind. Ja? Also es geht im Prinzip um eine Verwechsfachung des Arbeitsangebots, ja. Ja, je nachdem, wie schnell die dort arbeiten. Und was man dort sieht, stimmt eigentlich durchweg optimistisch. Ja, das kann ich auch sagen, als jemand, der in Nürnberg ein bisschen dichter dran sitzt. Das ist das Ganze nochmal abgebildet, wie das dann ungefähr rauskommen wird. So, das ist mein... war jetzt gewissermaßen so der erste Punkt, dass ich glaube, man braucht erstmal ein Verständnis für Größenordnung, um zu verstehen, wie das Ganze sich entwickeln wird. Aber Sie sehen auch da drin diese enorme Ungewissheit, die wir haben. Ja? Also ob das BAMF das schafft, ob diese Entscheidungen hochgehen und so weiter, wie hoch die Nettozuwanderung von Geflüchteten sein wird, wissen wir alles nicht so ganz genau. Jetzt komme ich auf den Punkt. Ich mag den Begriff Selbstselektion eigentlich selber nicht so sehr, aber es ist nun mal der Terminus technicus in der Migrationsliteratur. Im Prinzip will ich sprechen über darüber, was für eine Bildungsstruktur die geflüchteten Menschen haben, was bringen sie mit an Fähigkeiten und so weiter und wovon hängt das ab. Was sagt die Theorie? Die Theorie sagt, Migranten repräsentieren nicht den Bevölkerungsdurchschnitt in den Herkunftsländern. Und es gibt eine Debatte jetzt in der ökonomischen Migrationstheorie, angestoßen durch George Borchers in einem Aufsatz in American Economic Review 1987,
der sich auf ein Modell von Roy in einem ganz anderen Kontext bezieht, wo er versucht, mit ökonomischen Faktoren die Selbstselektion im Hinblick auf Fähigkeiten mehr als auf Bildung, aber das kann man auch auf Bildung übertragen, von Migranten zu analysieren. Und die Idee dahinter ist eigentlich ganz banal, die sagt, die relativen Einkommen von hoch im Vergleich zu Geringqualifizierten im Zielland höher als im Herkunftsland ergibt sich eine positive Selbstselektion im Hinblick auf Bildung. Und das Gegenteil trifft im umgekehrten Fall zu. Das ist eine sehr stark vereinfacht. Wenn man in diese Modelle ein bisschen tiefer reingeht, und ich werde es gleich mal auch zeigen, weil es, glaube ich, für Verständnis wichtig ist, stellt man sehr schnell fest, dass Migrationskosten eine ganz wichtige Rolle spielen. Na, dann verschiebt sich auf einmal das Bild. Also dann kann man auch dann, wenn die relativen Erträge in den Zielländern sehr viel geringer sind für die Hochqualifizierten, wenn man hohe Migrationskosten hat, zu einer positiven Selbstselektion kommen. Warum ist das relevant? Wir haben eine höhere Einkommensungleichheit in der aller Regel in den Herkunftsländern der Migration und eine höhere Gleichverteilung der Einkommen in reicheren Ländern, in den Zielländern. Ja, also das heißt, Borchers würde im Prinzip voraussagen, wir kommen, also immer in Anführungszeichen, bitte es nicht normativ zu verstehen, zu einer negativen Selektion. Aber das gilt dann nicht mehr, wenn wir Migrationskosten berücksichtigen. Das ist jetzt der einzig formale Teil in meinem Vortrag. Wenn man sich das mal anguckt, wir haben dort die Einkommen, die hängen jetzt ab von dem durchschnittlichen Einkommen und dann von dem individuellen Faktor Epsilon im Herkunftsland und im Zielland. Und man nimmt an in diesen Modellen, dass die normal verteilt sind, das ist auch eine theoretische Vereinfachung. Und die Migrationskosten sind auch, die haben eine durchschnittlichen Kosten und dann haben sie, sind sie auch normal verteilt mit einem Mittel von 0 und individuell unterschiedlich. Das ist so im Prinzip die einfachste Vorstellung, die man darüber machen, die man machen kann, über die Verteilung von diesen Kosten. Dann kann man die Migrationsbedingung formulieren, die hängt dann ab von den unterschiedlichen Durchschnittskosten, von den idiosynkratischen Termen im Ziel- und im Herkunftsland und sie hängen ab von den Migrationskosten und auch den individuellen Termen. Man kann dann zeigen, also zeige ich jetzt hier nicht in dem Modell, wenn diese idiosynkratischen Terme jeweils normal verteilt sind, dass ein Individuum, das migriert, aus dem besser gestellten Teil der Bevölkerung stammt, also zum Beispiel aus dem Teil, der ein höheres Einkommen hat, wenn die Varianz der Einkommen im Zielland, also hier das Verhältnis der Varianz der Einkommen im Zielland zum Herkunftsland, größer ist als hier dieser Korrelationskoeffizient zwischen den beiden Einkommen und hier der Korrelationskoeffizient zwischen dem Einkommen im Herkunftsland und den Migrationskosten und der Varianz der Kosten der Migration geteilt durch die Varianz der Einkommen im Herkunftsland. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass diese Korrelation, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ ist. Also jemand, der ein höheres Einkommen hat, hat mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens relativ gesehen niedrigere Migrationskosten. Warum ist das so? Also wenn man jetzt sagt, nehmen wir mal ganz banal Reisekosten, ja? Also die liegen jetzt bei 1.000 Euro und jetzt wenn jemand 100.000 Euro verdient, dann ist es ein Hundertstel des Einkommens, wenn jemand 10.000 Euro verdient, ist es ein Zehntel des Einkommens. Das heißt, man geht davon aus, dass die negativ korreliert sind. Wenn das der Fall ist, der zweite Term negativ und dann sinken mit der Varianz im Prinzip der Migrationskosten, sinkt die Wahrscheinlichkeit einer negativen Selbstselektion oder umgekehrt, die Wahrscheinlichkeit einer positiven Selbstselektion steigt, wenn die Migrationskosten höher sind. Und das ist für das Verständnis von Migration extrem relevant, weil wir reden jetzt auch bei Fluchtmigration über sehr, sehr hohe Migrationskosten, über sehr viel höhere Migrationskosten als gewöhnlich.
Und darum ist wahrscheinlich die relative Einkommensverteilung, spielt jetzt im Fall der Fluchtmigration, glaube ich, sowieso eine relativ geringe Rolle. Aber sie wird wahrscheinlich generell in der Migrationstheorie überschätzt. Also wenn man mal empirische Befunde nimmt, dann ist ein stilisiertes Faktum, dass der Anteil der Hochschulabsolventen, der migriert, also wenn man jetzt die Zahlen aus der OECD nimmt, also Hochschulabsolventen haben eine Migrationswahrscheinlichkeit, die viermal so hoch ist wie die von Menschen ohne abgeschlossene Berufsbildung. Ja, das ist, baut auf Volkszählungszahlen in der OECD auf. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Menschen, die gebildeter sind, eine viel höhere Migrationswahrscheinlichkeit haben. Und das hängt wiederum mit den Migrationskosten zu tun. Und bezogen auf Flüchtlinge erwarte ich, weil diese Migrationskosten sehr viel höher sind, einen sehr starken positiven Selektionsbias. Ja, also sie wird weniger getrieben durch ökonomische Motive, die Fluchtmigration, aber Migrationskosten spielen eine große Rolle. Und diese Migrationskosten können in der Regel nur Menschen tragen, die besser qualifiziert sind, aber vor allen Dingen, die halt über Ressourcen verfügen. Ja, und wenn sie über diese Ressourcen verfügen, können sie eher die Flucht finanzieren. Und damit sind sie im Prinzip aus den besser gestellten Teilen der Bevölkerung, und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Bildung positiv korreliert sein, werden sie sich aus diesem Teil der Bevölkerung beziehen. Das wissen wir jetzt alles noch nicht genau, aber die ersten Zahlen, die wir haben, sprechen dafür. Und das führt mich jetzt zu der Kontroverse mit dem IFO-Institut. Ja, also das ist im Prinzip lange Vorrede zu einer Debatte. Habe mich selten über sowas so geärgert wie über die Aussagen vom IFO-Institut. Ja, muss ich sagen. Also sagen wir mal selten. Also ich habe mit dem IFO-Institut, Martin hat darauf hingewiesen, ja, eine lange Tradition in der Auseinandersetzung. Und darum habe ich mich da schon öfters geärgert. Aber diesmal jetzt bei diesem Thema. Ich bin kein Bildungsforscher, ja, muss ich sagen, aber es fallen ein paar Dinge auf. Also das erste fällt auf, die versuchen Schlussfolgerungen zu ziehen aus der Bevölkerung, in dem Falle Syrien, also aus den Herkunftsländern, auf die Geflüchteten. Da stellt sich die Frage, ist es legitim? Es stellt sich vorher erstmal eine Frage, ob die Befunde seriös sind, die sie in den Herkunftsländern haben. Und was gemacht worden ist, es gibt dort eine TIMSS-Studie, ich kann nicht sagen, wie repräsentativ die ist, aber die wurde dann umgerechnet in PISA-Punkte. Ja? Und daraus hat man dann wiederum Schlussfolgerungen gezogen über die Lese- und Schreibkompetenz. Petra Standard schüttelt den Kopf. Das ist, erscheint mir auch als Laie auf diesem Gebiet doch sehr abenteuerlich. Das Zweite ist, es gibt Zahlen über den Alphabetisierungsgrad in diesen Ländern. Und die zeigen, dass die gar nicht so schlecht sind. Also wir haben jetzt gerade bei dem jüngeren Teil, die meisten sind ja sehr jung, die kommen, bei den Männern haben wir eine Alphabetisierungsquote von 97%, bei den Frauen von 95%. Das ist jetzt in Afghanistan deutlich niedriger, ja, da liegen wir gut in den 80ern und im Irak etwas schlechter als in Syrien. Aber der Alphabetisierungsgrad ist relativ hoch. Der Hauptpunkt ist aber, dass man aus Zahlen, die man jetzt in den Herkunftsland hat, aufgrund der Selbstselektion der Flüchtlinge, keine Schlussfolgerung auf die Flüchtlingspopulation ziehen kann. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass jetzt ein Schuljahr in Syrien wahrscheinlich nicht vergleichbar ist mit einem Schuljahr in Deutschland. Ja, also ich glaube, das wäre naiv anzunehmen. Ja. Aber wir können vermuten, dass diese Menschen dort mehr Ressourcen haben, dass sie länger zur Schule gegangen sind und wahrscheinlich auch bessere Schulen besucht haben als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, und darum also nochmal, also dieses Zahlenbeispiel, was wir halt als stilisiertes Faktum generell für Migration haben, wenn der Anteil der Hochschulabsolventen, der migriert, viermal so hoch ist als der Anteil der Menschen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, dann wird einem vielleicht klar, dass es nicht nur so um Kleinbias geht, sondern es geht um wirklich fundamentale Unterschiede. So, was wissen wir jetzt aufgrund der Daten, die wir hier haben? Über die Geflüchteten. Klar, sie sind männlich. Das hat übrigens auch Implikationen für die Bildungsstruktur, weil wir in den Herkunftsländern einen Gender Bias haben im Hinblick auf die Bildung. Also dort sind die Bildungs-, also die School Enrollment Rates, die Alphabetisierung
von Frauen in der Regel geringer als von Männern. Ja, das ist anders als in Deutschland, wo die Frauen ja in Schulen viel besser performen. Aber es ist häufig für Frauen der Zugang zum Bildungssystem nicht im gleichen Maße gewährleistet wie für Männer. Das trifft nicht für die Menschen auch vom Westbalkan zu. Da haben wir die Geschlechter relativ gleich verteilt. Wir wissen, dass die Asylbewerber sehr jung sind. Wir können natürlich nicht sagen über die nicht Registrierten, sondern nur über diejenigen, die sich haben registrieren lassen. 81% sind jünger als 35 Jahre, 26% 0 bis 15 Jahre und 29% 16 bis 24 Jahre. Von den Flüchtlingen mit Schutzstatus sieht es ein klein bisschen anders aus. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die schon eine Weile hier in Deutschland leben und entsprechend auch älter sind. Vielleicht auch ein bisschen am unterschiedlichen Struktur der Herkunftsländer. Die Schlussfolgerung daraus ist relativ klar, es gibt ein gewaltiges Bildungspotenzial alleine von der Altersstruktur. Ich zeige hier nochmal kurz die Zahlen. Was wissen wir über die Schulbildung? Also wir haben aus meiner Sicht bisher nur zwei halbwegs belastbare Quellen, aus denen wir was schließen können. Das eine ist bei den Asylbewerbern, die registriert werden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die werden aufgefordert, Angaben zu ihrer Bildung zu machen. Diese Angaben sind aber freiwillig und wir haben eine Partizipationsrate davon etwa 53%. Das ist natürlich ein Problem, weil da haben wir natürlich auch einen Selektionsbias drin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand eine Selbstangabe macht, der einen besseren Bildungsstatus hat, als jemand, der einen schlechteren hat, ist wahrscheinlich höher. Also dass man trotz dieser enorm hohen Fallzahl von mehreren hunderttausend Personen, die wir dort haben, keine Schlussfolgerung zwingend auf die Grundgesamtheit ziehen kann. Wir haben dann eine Befragung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die haben eine schriftliche Befragung gemacht, also die haben Briefe verschickt mit einer relativ hohen Rücklaufquote. Die haben sechs Länder sich ausgewählt. Da unterscheidet sich die Population etwas. Das sind Menschen, die im Durchschnitt schon 5,4 Jahre hier leben. Und es handelt sich ausschließlich um Menschen, die einen anerkannten Schutzstatus haben. Also entweder als Asylberechtigte oder nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Im Grundsatz haben wir dort das gleiche Problem mit dem Selektionsbias aus meiner Sicht, weil wir wissen jetzt auch nicht, wer antwortet dann auf solche Briefe. Wir haben, das gilt für die Registerdaten ein Stück weit auch, weil diese Befragungen halt schriftlich sind, möglicherweise erhebliche Missverständnisse in den Fragebogen. Also wenn die sind zwar dann auch in den Landessprachen, aber gerade wenn wir über Menschen Analphabeten sind und so weiter. Und die Autoren der Studie sagen selber, dass sie einen Teil der Fragebogen dann nicht einbezogen haben, weil sie solche Missverständnisse eben entdeckt haben, Inkonsistenzen und so weiter. Und wenn wir uns die Daten angucken, die da sind, die sind eigentlich, also ich würde sagen gemischt, aber auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt bei den Geflüchteten insgesamt etwa 35%, die entweder eine Hochschule oder ein Gymnasium besucht haben, allerdings auch 8%, die keine Schule besucht haben und 24%, die nur eine Grundschule besucht haben. Also ich würde da von einer Polarisierung sprechen. Bei der syrischen Bevölkerung, das halt kontrastiert eben sehr stark mit den IFO-Ergebnissen, da haben 25% ein Gymnasium besucht und 25% eine Hochschule. Wie gesagt, da gibt es auch einen Selektionsbias drin, weil das sind die Registerdaten. Die Zahlen jetzt dieser Befragung vom BAMF weichen etwas ab. Also die haben einen deutlich höheren Anteil, der gar keine Schule besucht hat, aber einen sehr viel niedrigen Anteil, der nur die Grundschule besucht hat. Was auch immer da los ist, ich habe so ein bisschen Verdacht, da ist was mit den Kategorien passiert. Sonst ist das Bild relativ konsistent. Die Fragen nach Schuljahren, die anderen nach Schulabschlüssen. Ich bin in der Interpretation ein bisschen vorsichtig. Es zeigt einfach, wie relevant das ist, was Martin und viele andere und ich vorhaben, dass wir eben eine Befragung machen mit Dolmetschern, die repräsentativ ist, wo es einen randomisierten Zugang gibt, dass man belastbare Aussagen treffen kann. Also ich bin der Interpretation dieser Studien sehr, sehr vorsichtig.
Aber es geben uns schon mal so erste Hinweise, dass das, was man sagt, also Schlussfolgerung aus der Bildungsstruktur der Herkunftsländer zu ziehen, jetzt auf die Population der Geflüchteten zu übertragen, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zulässig ist. Berufliche Bildung ist aus meiner Sicht dann auch für die Arbeitsmarktintegration noch ein bisschen schwierigeres Kapitel, weil wir in den meisten Herkunftsländern kein berufliches Bildungssystem haben, wie wir es in Deutschland kennen. Also keine duale Ausbildung, aber auch dann, wenn die berufliche Bildung in Schulen erfolgt. Das ist häufig nicht so verbreitet oder zumindest sind relativ selten dort Abschlüsse. Auch hier haben wir wieder unterschiedliche Angaben. In den Registerdaten der Bundesagentur für Arbeit, da kann man Geflüchtete noch nicht, muss ich sagen, später wird das gehen, noch nicht identifizieren. Das heißt, man behilft sich da, indem man das auswertet nach Nationalitäten, also zum Beispiel für Syrer oder Menschen aus anderen Asylherkunftsländern. Und da findet man, dass 71% keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Da ist ein gewisser Bias drin, weil nicht jeder hat keine Berufsausbildung, der von einem Arbeitsvermittler in einem Jobcenter registriert wird, als jemand, der keine Berufsausbildung hat, aber zum Beispiel, weil jemand kein Zertifikat hat. In der Flüchtlingsbefragung, die ich eben schon zitiert habe, geben 38% an, dass sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, also der Anteil ist wesentlich höher. Und ich erwarte auch, dass in unserer Befragung dann rauskommen wird, dass wir einen höheren Anteil haben als in den Registerdaten, die eine abgeschlossene berufliche Bildung haben. Man kann aber sagen, dass wir im Vergleich bei der beruflichen Bildung auf jeden Fall ein Problem haben werden bei der Arbeitsmarktintegration. Ja, also da würde ich mich sehr wundern, wenn das anders rauskäme. Nächster Abschnitt Arbeitsmarktintegration. Erstmal vielleicht ein paar Makrodaten. Ja. Wir haben im Grundsatz in Deutschland das Bild, dass in den letzten 5 Jahren 1,1 Millionen neue Jobs entstanden sind, die von Ausländern besetzt wurden. Das müssen nicht unbedingt neue Zuwanderer sein, das können auch Menschen sein, die schon hier gelebt haben. Das wird stark getragen durch Zuwanderung aus der EU und wir haben dann nur ganz wenige, die aus diesen Kriegs- und Krisenländern, also wir können es halt nicht nach Flüchtlingen identifizieren, sondern nur nach Herkunftsstaaten. Wir sehen, dass aus den Kriegs- und Krisenländern die Beschäftigungsquoten runtergehen. Das ist auch völlig normal, also weil die Bevölkerung wächst, die darf zum großen Teil noch nicht arbeiten, ja. Und dann fallen natürlich auch entsprechend die Beschäftigungsquoten. Also das ist jetzt, sagen wir mal, keine Überraschung, aber das Niveau ist auch bedrückend niedrig. Also 24% der Menschen jetzt aus Syrien, Irak, Afghanistan, vergleichbaren Ländern arbeiten nur gegenwärtig in Deutschland. Und die Arbeitslosenquoten sind entsprechend hoch. Das bezieht sich auf eine ganz kleine Grundgesamtheit, ja, weil wir nur sehr wenige Menschen haben, die jetzt schon im Arbeitsmarkt registriert sind, dann auch als arbeitslos registriert sind. Das heißt, wir reden über einige 10.000 Personen, ja, also trotz der hohen Arbeitslosenquote. Das ist noch nicht sehr informativ, weil das sagt eigentlich sehr wenig über Arbeitsmarktintegration, jetzt auch perspektivisch. Was wir gemacht haben, ist, dass wir in unsere Mikrodaten gegangen sind, die Befragung, die wir schon haben von Geflüchteten, Geflüchteten von Migranten, Entschuldigung. Und da kann man auch identifizieren, wer als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Die meisten dieser Menschen sind Mitte, Ende der 90er Jahre nach Deutschland gekommen. Das heißt, wir reden also über eine Gruppe, die schon sehr lange hier in Deutschland lebt, die interessanterweise nach allem, was wir wissen, eine sehr ähnliche Qualifikationsstruktur hat wie die Flüchtlinge heute. Auch im Hinblick auf die Herkunftsländer sieht es gar nicht so anders aus. Auch der arabische Raum ist da sehr stark repräsentiert. Die Türkei ist stärker repräsentiert als heute, aber ansonsten ist es gar nicht so unterschiedlich. Auch der Westbalkan spielt eine Rolle. Und wir haben diese Daten dann verknüpft. Das ermöglicht die Stichprobe mit den Registerdaten der Bundesagentur, die wir jetzt bei uns im Institut aufbereiten. Das heißt, aus der Sozialversicherungsstatistik wissen wir dann ganz genau, wer gearbeitet hat, wann er gearbeitet hat, wie hoch die Verdienste sind und so weiter und so fort. Das ist so das grobe Bild der Integrationsverläufe nach Zuzug von Geflüchteten und von anderen Zuwanderern.
Und was man sieht, das sind so die Zahlen, die jetzt auch durch die Presse gehen. Nach 5 Jahren sind es 50%, nach 10 Jahren ungefähr 60, nach 15 Jahren ungefähr 70%. Also da gibt es eine Konvergenz. Das ist erstmal die reine Deskription. Was man auch sieht, wenn man jetzt andere Zugangswege sich anguckt, dann sehen wir, dass im Arbeitsmarkt ganz hervorragend diejenigen performen, die zu Bildungszwecken nach Deutschland kommen und dann hier geblieben sind. Ja. Also bezieht sich natürlich immer auf die Zahlen, dann auf diejenigen, die dann zum Befragungszeitpunkt noch in Deutschland leben. Und diejenigen, die nicht überraschend zu Erwerbszwecken hier einreisen, als Arbeitssuchende oder als Erwerbstätige. Ja, das beim Familiennachzug auch nicht so toll aussieht und die humanitäre Migration, sieht man vom Verlauf her, dauert die Arbeitsmarktintegration am längsten, was jetzt auch nicht überraschend ist. Ich muss sagen, ich selber war, als wir die Daten, man weiß es ja vorher nicht, wenn man das auswertet, da reingeguckt haben, eigentlich positiv überrascht. Ja. Ich hatte gedacht, auch langfristig ist das Niveau niedriger. Ja. Also ich würde argumentieren, das Glas ist eher halb voll als halb leer. Das kann man natürlich unterschiedlich bewerten. Wir haben jetzt auch die Verdienste angeguckt, also wir haben das so berechnet, also auch dies alles Deskription, dass wir die Geflüchteten, die anderen Migranten mit Einheimischen verglichen haben, die exakt das gleiche Alter haben und auch immer im gleichen Jahr. Und wir sehen halt, bei anderen Migranten nach 15 Jahren verdienen die ungefähr 90% von dem, was Einheimische verdienen in Deutschland. Bei den Geflüchteten sind es 80%. Also es ist immer noch eine erhebliche Diskrepanz, aber es ist jetzt auch nicht so niedrig. Ja, wenn man jetzt die W-Studie nimmt zu den fiskalischen Effekten mit einer Arbeitsproduktivität von 2/3, würde sagen, die lagen ganz gut. Wir geben gleiche Merkmale, gleiche Bildung und so weiter. Nein, wir haben nicht für Bildung, für gar nichts kontrolliert, wir haben nur für Alter kontrolliert und das jeweilige Jahr, weil das spielt ja eine Rolle, ob man jemand, der 1975 was verdient oder 2015 vergleicht. Also wie gesagt, es geht um eine Durchschnittsbetrachtung, also ganz bewusst eigentlich haben wir das nicht gemacht. Wir haben es dann mal angesehen und dann haben wir eben für Bildung und Ähnliches kontrolliert, also so ein bisschen auch unter dem Gesichtspunkt, was hilft, ja? Also was sind jetzt Faktoren, die die Erwerbstätigkeit befördern? Und was man sieht, also das ist jetzt, sagen wir mal, nicht überraschend, deutsche Sprachkenntnisse erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand erwerbstätig ist, um 17%, also bis 15%. Eine Berufsausbildung im Ausland spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle. Aber wenn jemand einen Berufsabschluss in Deutschland macht, das spielt schon eine erhebliche Rolle. Wir haben das dann auch interagiert, diese Terme. Das sind dann hier für die Berufsbildung, hier diese mittlere Kolumne mit der Aufenthaltsdauer in Deutschland, ja, um zu sehen, ob es da Effekte mit der Zeit gibt. Ja, dann haben wir das Gleiche hier bei der Sprachkompetenz gemacht. Das heißt, man kann die Schlussfolgerung ziehen, dass natürlich Bildungsniveau eine Rolle spielt, aber dass eine riesige Rolle spielt, ob Menschen hier noch einen Bildungsabschluss machen, also eine berufliche Bildung oder ein Studium, und der Erwerb von Sprachkompetenz, so gut wir das halt messen können, eine Rolle spielt. Das sind Korrelationen, das sind jetzt keine kausalen Analysen, ja, aber es gibt vielleicht einen ersten Eindruck, was eine Rolle spielen könnte. Wir haben noch für viele Variablen kontrolliert, die ich jetzt hier nicht in der Tabelle zeige, für Regionalvariablen und, und. Wir haben dann das Gleiche gemacht für Löhne. Für uns selbst überraschend finden wir keine signifikanten Effekte dort für die Sprache, also bei den Verdiensten. Ja. Wir finden einen starken Effekt für die Erwerbsbeteiligung, aber nicht für den Verdiensten. Das ist anders als bei anderen Migranten. Da finden wir durchaus signifikante und auch große Effekte. Das kann ein bisschen auch daran liegen, wir reden hier über sehr wenig Beobachtungen. Ja? Also das beeinträchtigt, aber das müssen wir ein bisschen müssen wir beobachten. Auch die Berufsausbildung in Deutschland schlägt nur dann signifikant durch, wenn wir sie mit dem Zeitverlauf interagieren, spielt dann auch nicht so eine große Rolle. Das sind jetzt allererste Ergebnisse, also ich würde das jetzt auch nicht überinterpretieren, vor allen Dingen, wie gesagt, das sind Korrelationen und das sind keine Kausalitäten.
Ja, bin ich schon ein bisschen über der Zeit oder kann ich noch ein bisschen was von der Arbeitsmarktwirkung sagen? Ja, ich habe ein bisschen schon was gesagt über die Bruttozuwanderung und Nettozuwanderung und dass das Arbeitsangebot nur langsam steigt. Also das ist jetzt so die offizielle Prognose unseres Instituts. Wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland durch die Fluchtmigration im Jahr 2016 um 130.000 Personen steigen wird. Das heißt nicht, dass die gesamte Arbeitslosigkeit so stark hochgehen wird, weil die anderen Arbeitsmarktsegmente sich positiv entwickeln werden. Aber das wäre der Flüchtlingseffekt. Der ist also vergleichsweise gering. Das hängt aber im Wesentlichen damit zusammen, dass das Arbeitsangebot so langsam steigt. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was hat Migration für Arbeitsmarktwirkung? Das gilt natürlich dann auch für die Migration von Flüchtlingen. Dann gibt es irgendwie die banalen Hypothesen, die so sehr häufig vorgebracht werden. Eine Ausweitung des Arbeitsangebots führt zu sinkenden Löhnen oder zu steigender Arbeitslosigkeit, wenn die Arbeitsmärkte nicht vollkommen sind und wir Lohninflexibilitäten haben. Das ist richtig, wenn man so ein ganz einfaches Modell im Kopf hat, wo der Kapitalstock fix ist, wo es keine Anpassung von anderen Märkten gibt, dann wäre sowas in der Tat zu erwarten. Ja, dann würde das Verhältnis von Kapital zur Arbeit fallen, die Löhne sinken, die Kapitalrenditen steigen. Es gibt zwar ein steigendes Nettoeinkommen der einheimischen Bevölkerung, aber der Faktor Arbeit würde verlieren. Ich halte diese Modelle für wenig realitätstauglich. Das Entscheidende ist bei den Arbeitsmärkten oder bei Migration, wenn wir eine Angebotsausweitung von Arbeit haben, passen sich andere Märkte an. Und der wichtigste Markt, der sich anpasst, ist der Kapitalmarkt. Wenn die Kapitalrenditen steigen, wird mehr investiert. Und wenn mehr investiert wird, ist am Ende das Verhältnis von Kapital zur Arbeit gesamtwirtschaftlich bleibt es konstant, sodass sich dann auch nichts bei den Löhnen tut. Und das hängt ein bisschen von den Beschäftigungsstrukturen ab, wenig bei der Beschäftigung. Das klingt erstmal sehr theoretisch, ist aber empirisch sehr, sehr gut belegt. Es gehört zu den ganz wenigen belastbaren Faktoren, die wir in der Ökonomie haben, dass das Verhältnis von Kapital zu Output, und das heißt produktivitätsbereinigt, das Verhältnis von Kapital zur Arbeit konstant bleiben im historischen Verlauf, und zwar völlig unabhängig von Veränderungen des Arbeitsangebotes. Also in Deutschland, in Westdeutschland steht das bei einem Verhältnis von 3:1, also das Verhältnis von Kapital zu Output, seit 1950, da hat sich nichts getan. Kleine Veränderung bei der deutschen Vereinigung, aber sonst nicht. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum wir in den empirischen Studien, also es gibt Studien, die finden solches und solches, wir haben hunderte von Studien, aber wenn man Metastudien macht und wenn man die meisten Studien nimmt, entweder gar keine Effekte von Migration auf den Arbeitsmarkt findet oder nur sehr geringe. Ja, also man muss die Interaktion der anderen Märkte mit berücksichtigen. Das heißt nicht, dass es sich nichts auf dem Arbeitsmarkt tut. Arbeit ist nicht homogen, sondern Arbeit ist sehr, sehr heterogen und stehen bestimmte Gruppen im Wettbewerb mit Migranten, die neu reinkommen, und andere Gruppen profitieren, weil sie im komplementären Verhältnis stehen. Ja, das klassische Beispiel ist der Ingenieur und Facharbeiter. Das heißt, es gibt davon abhängig, können eben Gruppen in Form von niedrigeren Löhnen oder steigenden Beschäftigungsrisiken verlieren und andere gewinnen. Deshalb kann Migration auch zu sinkender Arbeitslosigkeit führen. Also wenn der Arbeitsangebotsschock auf Arbeitsmarktsegmente geht, die sehr flexibel sind, dann erhöht sie die Arbeitsnachfrage in anderen Segmenten, die weniger flexibel sind. Dann kann gesamtwirtschaftlich sogar die Arbeitslosenrate fallen. Wenn es umgekehrt ist, wenn der Schock in inflexible Arbeitsmarktsegmente geht, dann kann es zu einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit führen. Darum kommt es eigentlich im Wesentlichen darauf an, welche Gruppen sind im Arbeitsmarkt betroffen, und was wir aus der empirischen Forschung wissen, Migranten konkurrieren mit anderen Migranten und nicht mit Deutschen. Und zwar ziemlich unabhängig vom Qualifikationsniveau, auch bei den Geringqualifizierten beobachten wir eine große Konkurrenz von Migranten mit anderen Migranten, aber praktisch keine Konkurrenz von Migranten mit anderen deutschen Arbeitnehmern.
Ja, und das muss man immer sehen, darum geht der Schock, also jetzt der Arbeitsangebotsschock auf eine relativ kleine Gruppe, nämlich die anderen Migranten im Arbeitsmarkt. Wir haben das mal geschätzt, jetzt auch für die Geflüchteten und simuliert. Das ist ein Modell, ist relativ kompliziert mit unvollkommenen Arbeitsmärkten. Wir haben dann die Elastizitäten geschätzt, wie passen sich jetzt die Löhne an in verschiedenen Arbeitsmarktsegmenten, an Arbeitsangebotsschocks. Wir haben die Substitutions- und Komplementaritätsverhältnisse geschätzt mit verschiedenen Gruppen im Arbeitsmarkt. Wir unterscheiden 64 Gruppen nach Qualifikation, Berufserfahrung und eben Migranten und Einheimische. Was hier simuliert wird, ist ein Schock von 1%. Das ist also deutlich mehr, als wir gegenwärtig haben, ja, wenn man diese ganz kleinen Zahlen, also wir haben 45 Millionen Erwerbspersonen in Deutschland, das wäre also 1%, wären 450.000, also Ausweitung des Arbeitsangebots von 450.000 Personen. So viele Flüchtlinge treten gegenwärtig noch nicht ein. Und wir haben die Qualifikationsstruktur, so gut wir sie halt kennen, und die Altersstruktur der Flüchtlinge da drauf gelegt. Ich bringe nur mal so die ganz groben aggregierten Ergebnisse. Bei den Einheimischen, das ist ja auch eine sehr große Gruppe, sinkt die Arbeitslosigkeit etwas und steigen die Löhne, allerdings nur im geringen Umfang, 0,1%. Während bei den Ausländern oder bei den Migranten steigt die Arbeitslosigkeit um über 1 Prozentpunkt und sinken die Löhne um über 1%. Für alle Erwerbspersonen haben wir einen geringfügigen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das ist im Wesentlichen aber ein Kompositionseffekt, dass die Gruppen, die kommen, halt überdurchschnittlich hohe Arbeitsmarktrisiken mitbringen. Sind das jetzt Ausländer oder Migranten? Ja, wir haben da ein Datenproblem. Wir haben jetzt, das Ganze stützt sich empirisch auf die Registerdaten, die wir bei der Bundesagentur haben. Und diese Registerdaten funktionieren nach Nationalität. Wir haben versucht, so dicht wie möglich mit den Informationen, die da drin sind, an die Definition, die es international gibt, von Migranten ranzukommen. Also wir haben jemand, der einmal ausländischer Staatsbürger war, aber dann Deutscher ist, dann immer als Migrant oder als Ausländer gezählt, auch wenn er die Staatsbürgerschaft gewechselt hat. Aber wir können ja zum Beispiel jetzt Personen, die Migrant sind und nie, also jetzt in dem Datensatz, nie eine ausländische Staatsbürgerschaft hatten, nicht identifizieren. Ja. Also darum müsste man eigentlich korrekt von Ausländern sprechen, wobei das eine Hybridkonstruktion ist, die wir hier in dem Datensatz haben. Aber die Effekte wären nicht grob anders, ja, wenn wir das jetzt, wie es international üblich, für Migranten besser identifizieren können. Die Botschaft ist im Prinzip, im Arbeitsmarkt wird sich da erstaunlich wenig tun. Ja, also wir reden über ein Integrationsproblem, was gewaltig ist, ja, also die Menschen dann in den Arbeitsmarkt zu bekommen, aber die Arbeitsmarkteffekte, wenn sie denn drin ankommen, die werden ganz gering sein. Ja, und wo die spürbar werden, ist dann bei anderen Migrantengruppen, aber sie werden nicht spürbar, sagen wir mal, für die große Masse der Bevölkerung und schon gar nicht für die Deutschen. Ja. Last not least, ein paar Schlussfolgerungen. Ich hätte eine Frage, oder? Eine einfache Verständnisfrage. Sind ja. Die Ausländer, sind die neu zugezogenen Flüchtlinge schon dabei in dieser Rechnung? Nein, das ist im Prinzip, na gut, stopp, also das Modell, also die Elastizitäten, die wir gerechnet haben, ja, das ist im Prinzip ein strukturelles Modell, wo wir Elastizitäten gerechnet haben, natürlich auf einer Datenbasis, die älter ist, wo die Geflüchteten noch nicht drin sind. Aber wir haben dann den Schock der Geflüchteten simuliert, als würden sie jetzt in das Modell reingehen. Ja? Also wir haben jetzt im Prinzip angenommen, wir haben einen Arbeitsangebotsschock von 1%, der die Qualifikations- und Altersstruktur der Geflüchteten widerspiegelt. Ja, das ist eine Simulation des Flüchtlingsschocks. Ja. Ja, und die Elastizitäten, klar, die können sich im Zeitverlauf auch ein bisschen verändern, ja. Wobei theoretisch nimmt man eigentlich an, dass die ungefähr gleich bleiben. Ja. Ja, dann ob da die Elastizität sich hinter dem Komma ein bisschen verändert, ja, das wird an den Simulationsergebnissen nicht verändern. Ja. Aber es bezieht sich nicht auf die Gruppe der bereits in Deutschland lebenden Ausländer.
Der Schock hier, also der sich jetzt hier bezieht, ja, also ich habe es jetzt, also ich könnte es jetzt abbilden für jede Qualifikationsgruppe, für jede Nationalität oder so. Ich habe es jetzt nur mal hier, weil da die Effekte jetzt am dominierenden sind, also most striking sind. Also jetzt für Ausländer, also wir werden sehen, dass dann, egal ob das nun Geflüchtete sind oder andere Migranten, ja, die hier im Land leben, dass dort im Durchschnitt halt die Löhne dann etwas sinken werden und die Arbeitslosigkeit etwas hochgehen werden. Ja, ja, als Ergebnis dieses Schocks. Also das ist die Aussage dieses Modells. Ja. Ja, man kann dann im Modell nicht mehr unterscheiden, ob das dann ein Geflüchteter dann ist oder ein anderer Migrant. Ja. Ich meine, Hypothese ist, das wird sich sehr stark in der Community der Geflüchteten selber abspielen. Ja. Das schenke ich mir gerade. Ich komme ein bisschen auf die Politik-Schlussfolgerung. Ich glaube, das Wichtigste, was wir im Moment bräuchten, wäre die Herstellung von Rechtssicherheit. Ja? Also ich habe am Anfang gesprochen über die große Bedeutung von Registrierung der Entscheidung. Und wir machen leider im Moment bei diesen ganzen Asylpaketen im Moment das Gegenteil der Herstellung von Rechtssicherheit. Also wir versuchen, den subsidiären Schutz auszubauen. Subsidiärer Schutz heißt ein Aufenthaltsrecht nur für ein Jahr. Ja, und das ist Gift für die Arbeitsmarktintegration. Was jetzt positiv ist, es kommt diese 3+2-Regelung für Ausbildungsverträge, dass also Menschen mit einer guten Bleibeperspektive die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen und dass die dann unabhängig von ihrem rechtlichen Status dann noch im Land bleiben können. Das halte ich für sinnvoll. Klar, wir bräuchten eine schnelle Registrierung, Beschleunigung der Asylverfahren. Das heißt, wir brauchen mindestens 80.000 Entscheidungen, besser 100.000. Dann, was wir auch nicht haben, ist ein flächendeckendes und kohärentes Programm. Also das sagen jetzt natürlich viele, Beratung, Betreuung aus einer Hand, eine Abstimmung zwischen diesen vielen Akteuren. Ich wäre auch dafür, dass Integrationsvereinbarungen abgeschlossen werden, darüber kann man streiten, die im Wesentlichen erstmal eine Verpflichtung sind für die Anbieterseite. Ja? Also der eine Teil, so eine Vereinbarung kann man nur abschließen, wenn man ein flächendeckendes Angebot hat. Ja? Also das, anders kann das gar nicht funktionieren. Aber ich denke, dass man da anknüpfen kann an die Erfahrungen, die wir in der Arbeitsmarktpolitik haben mit dem Fordern und Fördern, dass man auf Grundlage von individuellen Vereinbarungen solche dann auch nachhält. Sprachförderung ausweiten und kohärent gestalten, das sagen im Prinzip auch alle, scheint aber bei der Umsetzung enorm schwierig zu sein. Wir leisten uns auch eine Trägerstruktur, die, sagen wir mal, nicht über jeden Zweifel erhaben sind. Also wir haben die Integrationskurse, die elementare Dinge vermitteln, in der Regel keine berufsspezifischen Kurse. Wir haben dann im Moment ein temporäres Programm der Bundesagentur für Arbeit, was Lücken füllen soll, was aber nicht auf Dauer gestellt ist. Und wir haben verschiedenste Programme, die kein Mensch mehr überschaut, der Länder und Kommunen. Es spricht alles nicht gegen diese Programme. Ja. Ich bin auch dafür, dass alles gemacht wird, was gegenwärtig gemacht werden kann. Aber es ist das Gegenteil von dem, von einem systematischen Angebot, was an den Fähigkeiten der Menschen, die zu uns kommen, anknüpft. Wir brauchen die Integration, also wenn wir uns die Altersstruktur ansehen, in das reguläre Bildungs- und Ausbildungssystem. Also wenn das richtig ist, was wir in unseren vereinfachten Regressionen finden, dass die Erträge von Bildungsabschlüssen in Deutschland im Arbeitsmarkt sehr, sehr hoch sind. Und ein Drittel, ja, das wissen wir aus unserer Migrantenbefragung, von Migranten, die nach Deutschland kommen, machen noch einen ganz normalen Bildungsabschluss in Deutschland. Ich denke, das wäre hier auch ein richtiger Weg. Das ist, glaube ich, aber nicht ganz leicht, weil man braucht in vielen Bereichen des Bildungssystems halt erstmal eine entsprechende Vorbereitung. Ja, das gilt, beginnt bei den Schulen, bei den vorbereitenden Klassen. Davon, wie gesagt, verstehe ich zu wenig. Bei den Hochschulen verstehe ich ein bisschen mehr. Da braucht es auch Propädeutiker. Und bei der Ausbildung haben wir halt das Problem, dass die berufliche Ausbildung häufig an den Berufsschulen scheitert. Und das ist auch wieder ein Problem der schulischen Voraussetzungen. Das heißt, es braucht entsprechende vorbereitende Angebote. Anerkennung von Abschlüssen und Kompetenzfeststellung. Also die Anerkennung von Abschlüssen ist sowieso eine Großbaustelle. In vielen Fällen geht es aber darum, dass die Menschen Fähigkeiten haben, die wir
also nicht formal zertifizieren können, weil einfach keine formalen Zertifikate, keine formalen Abschlüsse gemacht worden sind. Und ein neues Programm, was jetzt bei der Bundesagentur entwickelt worden ist, nennt sich Kompetenzfeststellung. Die Idee ist, dass man Menschen in Unternehmen schickt, die Fähigkeiten zertifizieren. Also wenn jemand als Bäcker gearbeitet hat, kommt in einen Bäckerbetrieb und dann sagt man, okay, er kann das und das und diese Module, die er kann, werden dann auch zertifiziert und haben dann auch einen Wert im Arbeitsmarkt. Man erhofft sich davon natürlich auch, dass viele dieser Menschen dann in den Unternehmen kleben bleiben. Ja, die Arbeitsvermittlung muss besser werden. Wir wissen aus unserer Befragung, dass über 60% der Flüchtlinge in der Vergangenheit ihre Jobs über Freunde und Bekannte gefunden haben und die Vermittlungsquoten der Bundesagentur sind vernichtend gering. Also da ist Potenzial nach oben. Das muss nicht schlecht sein, wenn man Jobs über Netzwerke findet. Ja, ich habe selber ein Papier dazu geschrieben, das zeigt, dass die Einstiegslöhne höher sind und auch die Dauer der Beschäftigung höher ist, wenn man Jobs über Netzwerke findet. Trotzdem wäre, glaube ich, eine bessere Arbeitsvermittlung, glaube ich, auch ein bisschen innovativere wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Und man muss sich auch überlegen, wenn man diese Bildungsprogramme macht, dass die sehr arbeitsmarktnah gemacht werden, mit Praktika, mit und so weiter, dass also die Schwelle zu den Unternehmen nicht so groß wird. Institutionelle Hürden senken, gut, das würde auch zu dem ersten Punkt passen. Keine Residenzpflicht, ja. Also was im Moment gemacht wird, dass man die Arbeitsmobilität einschränkt. Ja. Also wenn wir irgendwas wissen aus der Arbeitsmarktforschung, dass Arbeitsmobilität gut ist für die Integration, ja, die wird jetzt gerade eingeschränkt. Und wir brauchen natürlich auch, also die Abschaffung der Vorrangprüfung während der Asylverfahren halte ich auch für dringend notwendig. Okay, ich habe Sie ein bisschen lange strapaziert. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Vielen Dank schon mal für den Vortrag. Ich muss sagen, obwohl ich glaube ich auch denke, dass ich mich so ein bisschen um das Thema gekümmert habe, ich habe noch einiges gelernt und ich finde es auch, glaube ich, interessant, so einen Vortrag hier an der Uni zu haben, weil ich glaube, das ist auch das, was man am IAB, also auch als politikberatendes Institut, glaube ich, politischen Entscheidungsträgern kommuniziert. Und insofern finde ich das auch interessant, mal zu hören, wie da die Sichtweisen oder wie die Datenlage auch ist. Wir haben eigentlich Zeit für Fragen, falls da von Ihrer Seite Fragen bestehen oder Diskussionsbedarf. Mal zum Verständnis, eine Nachfrage zu dem Simulationsmodell. Wie kommt der hohe Effekt auf die Ausländer zustande? Ist die Annahme, dass die nur untereinander sozusagen konkurrieren? Nee, also es ist so, also technisch ist es so, es wird eine genestete Produktionsfunktion geschätzt. Weiß jetzt nicht, ob Sie da in der VWL ein bisschen zu Hause sind, also eine Standard-Produktionsfunktion mit konstanter Substitutionselastizität. Und der entscheidende Punkt, der in der ökonomischen Literatur auch sehr kontrovers diskutiert wird, es wird angenommen, dass bei gleicher Bildung, bei gleicher Berufserfahrung Migranten, das wird, sagen wir mal, untersucht, ja, angenommen, es geht eigentlich zu weit, Migranten und Einheimische keine perfekten Substitute im Arbeitsmarkt sind. Und das findet sich empirisch bestätigt. Und das treibt diese Ergebnisse und diese Elastizitäten sind geschätzt. Ja. Also da gibt es im Prinzip ein Nest für Bildung, dann gibt es ein Nest für Qualifikation, also verschiedene Bildungsgruppen, für jede Bildungsgruppe dann Nester für bestimmte Berufserfahrung. Ja. Und unter jedem Nest für Berufserfahrung gibt es dann Einheimische und Migranten. Ja. Und die Substitutionselastizitäten werden geschätzt. Die sind gerade in Deutschland, wir haben das auch international vergleichend untersucht, relativ gering. Und das führt dann eben dazu, weil diese Substitutionselastizitäten so gering sind, dass sich im Prinzip das auf die gleiche Gruppe, also auf die Einheimische oder Migranten, dann entsprechend konzentriert, wenn man eben Schock von Einheimischen oder Migranten da drauf legt. Die Effekte sind auch deswegen so hoch, weil die Migranten natürlich eine vergleichsweise kleine Gruppe sind. Ja? Also weil wenn man jetzt einen 1% Schock auf die Gesamtbevölkerung und die, nehmen wir an, sie wären perfekte Substitute, legen würde, dann würde sich dieser Effekt kaum sichtbar werden, weil er sich so verteilt. Aber weil sie eben imperfekte Substitute sind, ist er sehr stark
konzentriert. Dahinter verbirgt sich natürlich eine ganze Menge mit den imperfekten Substituten, also Dinge, die wir nicht perfekt messen können, weil Arbeit ist natürlich auch bei gleicher Bildung, gleicher Berufserfahrung unterschiedlich. Ja, also sei es, weil die Abschlüsse doch nicht genauso viel wert sind, sei es, dass es Sprachprobleme gibt, kulturelle Dinge, die sich dann in der Produktivität niederschlagen. Aber es kann auch sein, dass diese Arbeit einfach einen anderen Charakter hat. Ja. Und das ist sehr kontrovers diskutiert worden. Also es gibt einen Streit zwischen George Borchers auf der einen Seite und Ottaviano Perry auf der anderen Seite in der US-Literatur, wer denn nun richtig gemessen hat. Aber ich kenne jetzt außer den Studien von George Borchers und seinen Co-Autoren nicht eine Studie, die herausgefunden hat, dass Migranten und Einheimische perfekte Substitute im Arbeitsmarkt sind. Alle anderen, es gibt mittlerweile in Europa 10, 15 Studien dieser Art, finden, dass sie imperfekte Substitute sind. Und ich finde es ehrlich gesagt intuitiv auch einleuchtend. Und man muss sich den Arbeitsmarkt auch einfach angucken. Der Arbeitsmarkt ist stark segmentiert. Also ich versuche das so gegenüber Journalisten immer so ein bisschen plastisch zu machen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel gering qualifiziert ist, keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, dann arbeitet der deutsche Arbeitnehmer, die deutsche Arbeitnehmerin zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse. Ja, in einer Tätigkeit, die vielleicht nicht so kommunikativ ist, aber doch kommunikativ ist, wo man Sprachkenntnisse braucht und so weiter. Den Migranten, der schlechte deutsche Sprachkenntnisse hat, wird man im Lager finden, ja, im selben Supermarkt. Und dadurch entsteht im Prinzip zwischen den beiden kein Konkurrenzverhältnis, sondern eher ein Komplementaritätsverhältnis. Und wenn dann jetzt ein zusätzlicher Migrationsschock da draufgelegt wird, die landen dann nicht gleich an der Kasse im Supermarkt, sondern die landen auch im Lager. Ja. Ja, und das ist natürlich, also wenn wir eine perfekte Integration hätten und solche Unterschiede wie Sprachkompetenz und so weiter sehr schnell verringern würden, dann bin ich relativ sicher, dass diese Substitutionselastizitäten hochgehen würden. Ja, also jetzt in Ländern, wo die Migration von Migranten besser gelingt, wie den angelsächsischen Ländern, finden wir auch höhere Substitutionselastizitäten. Ja. Petra, du hast sie auch gemeldet. Ja, ich fand, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Also, das ist ja schon ein bisschen eine andere Welt als die Bildungswelt. Ich wollte auch nochmal zu diesem Thema fragen, also das war jetzt eine Simulationsstudie, aber es muss doch auch historische Beispiele geben und historische Daten sozusagen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier gedacht, als nach der Wende beispielsweise, ob das auch sozusagen, ob sich das in dieser Zeit abgebildet hat, dass sozusagen die, also ein ähnliches Bild sich ergeben hat tatsächlich, wie in der Simulationsstudie, die wir gezeigt haben. Ja, gut. Was wir jetzt machen, wir arbeiten mit langen Zeitreihen. Ja? Also wir haben teilweise, das stützen wir das auf Zeitreihen ab 1980, ja? Teilweise wegen der Wende erst ab 91, wegen ein paar Strukturbrüchen in den Daten. Ja? Wir brauchen für die Identifikation also eine gewisse Varianz über die Zeit. Und es gibt im Grundsatz zwei verschiedene Ansätze. Das ist im Prinzip ein strukturelles Modell, was hier geschätzt wird. Da werden Elastizitäten geschätzt und dann tut man die Schocks rein und simuliert das. Ja. Das andere Vorgehen wäre, was man auf Grundlage ähnlicher Daten machen könnte, dass man jetzt einfache Regressionen rechnet und dann wäre man näher an dem, was Sie jetzt historisch nennen. Ja. Also ich würde sagen, das hat auch eine historische Perspektive dran, aber dann hat man die direkten Effekte. Für beide sprechen, also wir finden dann auch ähnliche Effekte, vielleicht sogar geringere Effekte in den Regressionsstudien. Ja? Komischerweise, weil eigentlich müssen sie theoretisch höher ausfallen. Ich ziehe diese strukturellen Analysen persönlich, ja, aber das ist ein bisschen eine Geschmacksfrage, ziehe ich sie vor, weil wir gerade diese Komplementaritäts- und Substitutionseffekte und diese Kreuzelastizitäten besser identifizieren können. Weil in einem Regressionsmodell, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich lege jetzt einen Schock drauf, also Geringqualifizierte oder wie wirkt sich jetzt, wenn geringqualifizierte Migranten ins Land kommen, das auf die Löhne von Geringqualifizierten aus, kann man im Regressionsmodell identifizieren. Was Sie nicht mehr identifizieren können, wie wirkt sich dieser Schock dann auf die Löhne aus der besser Qualifizierten
Also wir können da nicht mehr in der Detailtreue, ja, also können auch mal eine Hilfsregression machen, aber der Detailtreue diese Kreuzeffekte nicht mehr identifizieren. Und damit geht ein erheblicher Teil der Arbeitsmarkteffekte, von denen wir wissen, dass sie theoretisch existieren, verloren. Ja, und darum ist das praktisch immer eine reduzierte Sichtweise, die eigentlich dazu tendiert, theoretisch die Migrationseffekte zu überschätzen, ja, in Regression, weil gerade die Komplementaritätseffekte nicht berücksichtigt werden. Ja, und darum ziehe ich, also mindestens aus theoretischen Gründen, diese strukturellen Schätzungen, wie wir die machen, vor. Man kann aber sagen, aus Datengründen, aus diesem und jedem und weil man es dann direkt sieht, so gewissermaßen, ja, macht man das andere. Das ist ein bisschen eine Geschmacksfrage. Da gibt es kein Wahr und kein Falsch. Ne? Ein bisschen lauter reden, ich habe noch die Ohren zu vom Fliegen. Okay. Kompetenzfeststellung, wie die funktionieren soll. Also ich gehe zur Bundesagentur für Arbeit, sage, ich habe als Bäcker gearbeitet und die schicken mich dann zu einem Bäcker und der guckt, kann ich wirklich backen. Also wie soll das also zertifiziert werden? Ja, also die Idee ist, ob das dann alles so funktioniert. Ja, also an dem grünen Tisch sehen diese Programme immer toll aus. Die Idee ist, dass die Menschen von der Bundesagentur erstmal mit den Leuten dort reden. Ja, und dass man sagt, okay, was habt ihr gemacht, was habt ihr für Erfahrungen, was stellt ihr euch vor, was wollt ihr machen? Und dann kann man dieses Bäckerbeispiel, das ist so schrecklich banal, man kann sich da ein bisschen kompliziertere vorstellen. Ja? Also jemand hat als Schweißer gearbeitet, hat in Produktionsunternehmen gearbeitet und dann identifiziert man, okay, sie haben die und die Dinge gemacht und das entspricht möglicherweise bestimmten Berufsbildern, die wir in Deutschland auch haben, obwohl diese Menschen überhaupt keinen beruflichen Abschluss gemacht haben. Und dann ist die Idee, dass man sagt, wir suchen ein Unternehmen, wo Menschen in diesen Berufen arbeiten, die da ausbilden und so weiter und schicken die ein halbes Jahr dort rein, die arbeiten mit. Und dann sagt das Unternehmen, okay, die und die Fähigkeiten und Kompetenzen sind da. Und die Unternehmen bekommen dann, das ist der Vorteil für die Unternehmen, von der Bundesagentur Geld. Und im Gegenzug müssen sie dann, also gewissermaßen, so wie wir so bei einer Ausbildung Leid, dann, wenn diese Fähigkeiten eben vorliegen, ein Zertifikat ausstellen. War bei den Handwerkskammern nicht spontan beliebt, ja, aber inzwischen haben sie sich damit angefreundet. Also das ist die Idee, also wie gesagt, das wird im kleinen Maßstab schon probiert. Ob das jetzt flächendeckend funktioniert, weiß ich nicht. Ich finde es halt von der Idee, vom Konzept her, für diese Gruppe eigentlich klug, ja. Also weil genau darum geht es. Wir haben viele Menschen, die vielleicht gar keine schlechte Schulbildung haben, die aus einer völlig anderen beruflichen Welt kommen, als wir die hier kennen, völlig anderen Ausbildungswelt kommen. Und da holt man sie so ein Stück weit dort ab, wo sie auch stehen. Ne. Ja. Ich würde mal interessieren, welche Rolle der Zugang zu Universitäten und akademischen Dürfen in der gesamten Debatte spielt. Also weil häufig wird die Debatte mit dem Arbeitsmarkt ja immer im Rahmen der Kooperation mit Unternehmen und mit diesen Bildern von Lagerarbeitern geführt. Und wenn wir sprechen, dass eine große Gruppe junger Geflüchteter nach Deutschland kommt, die ein hohes Bildungspotenzial haben, würde mich interessieren, ob es auch da ja, also ich selber betone das immer, also wo immer ich kann, versuche ich das zu betonen, ne? Weil wenn wir uns angucken, wir haben relativ viele, die ein Gymnasium besucht haben, was auch immer das heißt. Ja? Also wird sicher dann, wenn die Bildungsforscher dann sagen, okay, 3 Schuljahre müssen wir abziehen oder keine Ahnung. Aber die bringen natürlich schon was mit, was sie dann möglicherweise dann für den Zugang zu Hochschulen berechtigt. Viele haben aber auch schon studiert, ein Studium abgebrochen oder sie haben eins absolviert, aber die Abschlüsse haben hier einen geringen Wert, weil, sagen wir mal, von der Universität von Damaskus oder Aleppo, man dann sagt, naja. Und das beobachten wir eben bei vielen Migranten, dass die dann nochmal hier ein Hochschulstudium aufnehmen und Abschlüsse erwerben. Und in dem System, so wie das deutsche System angelegt ist, müssen die Universitäten das selber leisten. Ja? Die Frage ist, ob die da finanzielle Unterstützung dafür bekommen. Aber das ist im Prinzip eine Sache, die niemand zentral machen kann, sondern die muss von den Universitäten eben selber gemacht werden. Und das ist natürlich nicht ganz trivial, weil da haben wir natürlich auch Sprachprobleme. Man braucht studienvorbereitende Dinge und so weiter, weil die Studiengänge werden ja natürlich nicht genau identisch sein.
Ich glaube aber, dass die Chance, die da drin liegt, relativ groß ist und man sich, glaube ich, auch von diesem Bild befreien sollte. Es geht jetzt nur darum, jetzt Menschen dafür zu gewinnen, dass die eine berufliche Ausbildung im dualen, ordentlichen Ausbildungssystem in Deutschland machen. Ja. Irgendwie glaube ich nicht so richtig daran, dass das für die breite Masse funktionieren wird. Ich glaube, wir haben am oberen Ende relativ viele, die durchaus ambitioniert sind, auch das Zeug mitbringen, hier zu studieren, mit entsprechenden Anfangsschwierigkeiten. Und wir haben einen erheblichen Teil, der wird reingehen in die gering qualifizierten Segmente des Arbeitsmarktes. Gastronomie, Landwirtschaft vielleicht, einfache Dienstleistungen, Security und Ähnliches. Und der Arbeitsmarkt hat im Moment auch eine enorme Aufnahmefähigkeit. Also mein Bild ist, dass wir eine sehr polarisierte Struktur kriegen. Also ein Teil, der vielleicht gar nicht klein sein wird, der im oberen Segment landen wird, nachdem er sich durch das deutsche Hochschulwesen durchgebissen hat. Ja. Und ein anderer Teil, der bei diesen Geringqualifizierten arbeitet. Und ein relativer Teil, der in dieser beruflichen Mitte mit diesen klassischen Facharbeiterqualifikationen bleibt. Das ist ein Phänomen, was wir generell bei Migranten haben, dass diese Mitte eigentlich fehlt. Ja. Wir sind ja enorm stark durch unser deutsches System mit 65% Menschen, die eine berufliche Ausbildung gemacht haben, geprägt. Das ist ja in anderen Ländern völlig anders. Ja. Und das wird bei denen ganz sicher nicht so werden. Ja. Also wenn dann 20% eine berufliche Ausbildung machen, ist wahrscheinlich viel. Ja. Ich habe eine Frage zur Arbeitsmarkt. Ja. Ja, also Early Intervention ist jetzt natürlich intensiv ausgewertet worden. Also eine Mitarbeiterin aus meiner Abteilung, also evaluieren darf man das eigentlich nicht nennen, aber versucht so das, was an Daten da gibt, auszuwerten. Das fließt jetzt schon praktisch in die konzeptionelle Gestaltung mit ein, in dem, was jetzt flächendeckend eingeführt werden soll. Und ich denke, dass solche Ideen wie jetzt mit dieser Kompetenzfeststellung, die kommen zum Teil aus diesem Projekt, ja, dass die ganz wichtig sind, dann dass man diese Erfahrung, die man da macht, die auch sehr gemischt sind, ja, muss man auch ganz offen sagen, dass man die auswertet. Also eine wichtige Erfahrung ist, dass viele wollen einfach schnell arbeiten, viele tolle Programme, die wir uns da ausdenken. Was weiß ich, also um ein Beispiel zu sagen, da war das Weihnachtsgeschäft und dann auf einmal verschwand an irgendeinem dieser Standorte, was weiß ich, die Hälfte der Leute oder drei Viertel aus dem Programm zu Amazon. Ne? Und das war jetzt nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber vielleicht auch nicht schlecht. Okay, das wird irgendwie ausgewertet. Man versucht, dieses eigentlich jetzt flächendeckend zu machen. Und im Grundsatz hat die Arbeitsagentur den Anspruch, aber sie kann den noch nicht einlösen, ähnlich wie in Early Intervention, in dem Moment, wo die Geflüchteten als Asylbewerber registriert sind, reinzugehen in die Erstaufnahmeeinrichtung und sie anzusprechen. Ja. Also das ist die Herausforderung und die Logistik wird versucht gerade aufzubauen. Das ist nicht trivial, weil die Bundesagentur arbeitet im Moment an solchen Dingen, wie überhaupt erstmal die Dateninfrastruktur hinzustellen, dass man überhaupt weiß, wer wo ist. Ja? Also solche Dinge, das ist ein Datenaustausch, das ist jetzt Teil dieses Pakets, was jetzt gerade im Bundestag liegt, also zwischen den Behörden, dass es den überhaupt gibt. Ja? Also weil wenn man nicht weiß, wo wer ist, ja, kann man auch nicht reingehen. Ja? Das sind so ganz, ganz banale Dinge, dass erstmal überhaupt die Voraussetzungen für die Infrastruktur da sind. Und also man verzweifelt echt, wenn man da mal so ein bisschen reinguckt, ja, an was für banalen und Dingen, also in dem bürokratischen Alltag, das erstmal scheitert. Ja. Und dann kommen eigentlich immer erst die innovativen Konzepte. Also es gibt mehr innovative Konzepte im Moment als Umsetzungsfähigkeit. Ja. Prozentsatz von Migranten an den An- und Ungelernten ist wieder enorm hoch und Arbeitslosigkeit auch.
Ich würde es mal so formulieren, die denken drüber nach. Ich blicke da jetzt auch nicht durch, jetzt in jeder Verästelung und allen Dingen, also was Konsens ist, wir brauchen berufsbegleitende Sprachkurse. Ja. Also das wäre schon mal irgendwie das Wichtigste, das haben wir im Moment auch nicht. Ja. Also dass man die Schwelle, also mindestens, dass der Erwerb von Sprachkompetenz funktioniert und dass man dann auch die Schwelle senkt, wenn jemand noch eine Bildungseinrichtung besuchen will, das entweder in Teilzeit kann, ja, oder eben dann wieder den Übergang in eine Bildungseinrichtung findet. Ich weiß nicht, ob das manchmal nicht auch einfach ein bisschen weltfremd ist. Ja? Also ich glaube, da sind sehr viele Menschen, die jetzt schnell Geld verdienen wollen, die auch unter Druck stehen, Geld an Familienangehörige zu schicken. Und viele von denen sehen für sich selber auch keine große, lange Bleibeperspektive in Deutschland. Ja? Also wir wissen aus der Migrationsforschung, die Bleibeperspektive steigt an mit der Aufenthaltsdauer. Ja? Aber im Moment denken natürlich viele an ihre Rückkehr noch. Ja? Und darum ist, sagen wir mal, auch die Anreize, jetzt wirklich in Sprachkompetenz, in Bildung zu investieren, wahrscheinlich möglicherweise relativ gering. Ja? Und ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist. Ja? Also weil wenn die Menschen also Jobs finden, ja, bin ich eigentlich erstmal relativ dankbar, ja. Und dann muss man drüber nachdenken, genau über diese berufsbegleitenden Dinge. Und da würde ich sagen, primär ist Sprache, ja. Also mindestens im Moment, ja. Und dann kann man sich über die anderen Dinge noch Gedanken machen, ja. Petra, du hast auch. Da wollte ich genau noch auch mal nachfragen, so auf den Sprachkursen. Ich weiß nicht, wie viel Geld geht eigentlich rein von Brauchen für diese Sprachkurse und wie ist da, gibt es da ein Verfahren der Qualitätssicherung in irgendeiner Weise? Da scheint ja doch sehr viel auch zu versickern oder es wird jedenfalls unklar zu sein, inwieweit das eigentlich funktioniert. Also ich habe nach dieser, also eigentlich müsste man die, also ich habe mal gefragt nach der Teilnehmerzahl, ja. Die haben also nicht mal ein Controlling, was einem sagen kann, wie viele Leute daran teilnehmen. Fand ich auch eine überraschende Auskunft. Die finanziellen Zahlen, die gibt es natürlich, also weil die wissen, wie viel Geld ausgegeben wird, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Die Bundesagentur gibt 300 Millionen aus, jetzt in diesem temporären Programm. Also man muss sehen, das Ganze ist eigentlich, ich finde es skandalös spät überhaupt angegangen worden. Also wir haben eigentlich erst Mitte dieses Jahres, also letzten Jahres, erste Änderungen eingeleitet, weil vorher war es so, dass Flüchtlinge zwar an Sprachkursen teilnehmen durften, an Integrationskursen, wenn ein Platz frei ist. Das Gleiche gilt für die ESF-Sprachprogramme. Aber weder jetzt irgendeine Verpflichtung noch ein Recht. Ja, das heißt, de facto haben die überhaupt keine Chance gehabt, in diese Programme reinzukommen. Und jetzt hat man verstanden, dass man da was dran ändern muss und jetzt wird das im Prinzip hochgefahren. Ja. Das ist nicht so sehr eine Frage der Mittel, sondern man hat, weil man das versäumt hat, praktisch in den Vorjahren, also praktisch diese eigentlich selbstverständliche Infrastruktur aufzubauen, hat man jetzt natürlich ein Riesenproblem, diese Infrastruktur dahin zu stellen. Ja. Und das BAMF, sag's mal so deutlich, ist natürlich die falsche Institution dafür. Ja? Also die müsste sich jetzt im Moment auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Das ist die Registrierung und Entscheidung von Asylverfahren. Und ich sehe jetzt, sie ist ja weder jetzt eine Ländereinrichtung, die jetzt dicht am Bildungssystem ist, noch ist sie besonders dicht am Arbeitsmarkt. Ja? Ja, also wenn man sagt, man will besonders arbeitsmarktnahe Sprachkurse, dann wäre der logische Träger die Bundesagentur. Wenn man sagt, man will vorbereiten auf den Einstieg in normalen Schulen, Bildungseinrichtungen, dann würde ich die Länder sehen. Ja? Und da kann man ja vielleicht auch zu einer Arbeitsteilung kommen. Aber das BAMF sehe ich da eigentlich überhaupt nicht. Das ist für mich eine völlig absurde Konstruktion. Und entsprechend funktioniert es. Also es gibt Evaluierungen dieser normalen ESF-Programme oder so, die jetzt irgendwie so gemischt sind, aber jetzt bezogen auf Geflüchtete gibt es da noch gar nichts. Das gilt allerdings auch für die Bundesagentur für Arbeit, allerdings ist das Programm auch sehr neu. Ja. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass das jetzt besser funktioniert. Ja. Also Verschwendung gibt es jetzt in dieser Situation, das muss man sich überhaupt keine Illusionen machen. Es gibt im Moment Geld bis zum Abwinken, das heißt, es gibt auch Verschwendung bis zum Abwinken, ist ja klar. Ja, ich habe noch eine andere Frage. Ich arbeite bei der Geschäftsstelle der Mindestlohnkommission und der Mindestlohn wird ja seit Anfang des Jahres 2015, das heißt, die Anpassung der Löhne nach unten ist ja
Unkastenende ein Stück weit beschränkt? Haben Sie das in dem Modell auch berücksichtigt oder könnte das die ausgesprochene Arbeitslosigkeit dann doch nochmal vielleicht erheblich erhöhen? Und auch umgekehrt die Frage, denken Sie, ist es wichtig in der Relation des Mindestlohns, die ja fast gleichzeitig stattfindende Zuwanderung zu berücksichtigen? Das ist eine gute Frage. Also nein, wir haben es im Modell nicht drin, weil es gerade ja immer auf historischen Daten beruht, die immer dann natürlich nur gelten unter den gegebenen historischen Bedingungen und da hatten wir den Mindestlohn noch nicht. Würde jetzt, glaube ich, an dem Modellergebnis nicht furchtbar viel ändern. Man könnte natürlich teilweise jetzt die Parameter von dem Modell nehmen, also wir wissen ja ungefähr wie, also wir haben gute Daten über die Lohnstrukturen oder so, ja, dann könnte man mit ein bisschen Hirnschmalz unter Umständen auch überlegen, wie ein Mindestlohn wirkt, ja, unter bestimmten Elastizitätsannahmen, weil da drin sind, ist ja im Prinzip auch die Arbeitsnachfrage implizit über die Lohnkurve drin modelliert. Die Frage, wie man das jetzt im Hinblick auf den Mindestlohn evaluiert, da muss man, glaube ich, lange drüber nachdenken, weil das Problem ist ja nicht, also wenn man jetzt sonst darüber redet, könnte man sagen, okay, Beschäftigungswachstum oder wir gucken uns Raten an, wie Leute, ob Leute Jobs verlieren und so weiter. Ja. Hier geht es ja nun um den Arbeitsmarkteinstieg. Ja. Und jetzt also eine fiktive Hazardrate von Geflüchteten, sagen wir mal vor dem Schock her, da haben wir praktisch keine empirische Evidenz, also wie sich das, sagen wir mal, auf die Wahrscheinlichkeit, einen Job zu finden, auswirkt oder nicht, ja, weil uns da praktisch der Vergleich fehlt. Ja. Ich glaube, das wird empirisch sehr, sehr schwer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, weil wir fragen jetzt in unserer Befragung nach Reservationslöhnen und Ähnlichem, vielleicht kann sowas helfen, ja. Aber ich hätte jetzt, um das zu evaluieren, hätte ich keine klare Idee. Ich glaube, dass der Mindestlohn da überschätzt wird, aber das ist mehr eine Intuition. Ne? Ja, genau. Bisher würden die Ergebnisse ja nicht, auch beim Mindestlohn nicht darauf hin, dass es große Auswirkungen gibt. Aber man bräuchte wahrscheinlich überhaupt mal Anzahlen auf regionaler Ebene, wie viel Zuwanderung gab es in bestimmten Regionen. Ja, gut, worüber wir jetzt hier reden, ist, das ist ja das Schwierige, wenn wir können ja was sagen für die Beschäftigten, die schon in Deutschland leben, das kann man ziemlich gut evaluieren. Ne? Also gibt es ja auch verschiedene Ideen und Strategien. Aber jetzt für Menschen, die neu ankommen und in den Arbeitsmarkt reingehen, die ja sowieso jetzt ja nur langsam in den Arbeitsmarkt münden, ja, das ist natürlich viel, viel schwieriger zu evaluieren. Ja. Okay, ja, dann danke ich allen Zuhörenden, allen Mitdiskutanten für die anregende Diskussion. Ich fand es sehr spannend, habe jetzt rausgelernt, es ist vielleicht nicht eine Flüchtlingskrise, sondern eine Registrierungskrise, die wir haben, oder ja, Institutionenkrise. Vielleicht muss man das auch ein bisschen umformulieren. Und wünsche allen noch einen netten Abend. Herzlichen Dank.